Wollen wir den Reuen lassen? Auftrag! Heute melde ich mich zur fünften Jahreszeit oder Mainzer Fasnachtsphilosoph Tobi Mann einmal sagte, Fremdgehen bei schlechter Musik. Hier ist auch gerade Karnevalszeit. El carnaval más largo del mundo sucede en un solo lugar. Un pequeño rincón de Sudamérica llamado Uruguay, donde la fiesta del Rey Momo comienza a fines de enero y finaliza entrado marzo, ocupando más de 50 días del calendario veraniego. El ritmo, el color, la poética carnavalera, la fiesta y el baile dominan todo el país con el epicentro en su capital Montevideo. El sincretismo de la fiesta es marca del carnaval uruguayo, donde el candombe es rey. Descendiente de los esclavos africanos, hace latir las ciudades al ritmo de la lonja. La murga, descendiente de los inmigrantes españoles, pone el humor y la melancolía con coros y caras pintadas de colores. En el norte, el samba enredo brasileño atraviesa la frontera y se mistura con el Uruguay, donde las fiestas se extienden en el tiempo para que vivas el carnaval más largo del mundo. Der längste Karneval der Welt. Den Zahn musste ich dem so ein bisschen ziehen, je nachdem, was man wie als Startpunkt ansieht. Wenn man in Mainz den 11.11. als Startpunkt ansieht, dann wären wir länger, vielleicht sogar den 1.1., wenn bei uns so der erste Umzug losgeht. Aber tatsächlich stimmt es eigentlich schon, weil deren Karneval hier ist nicht an katholische Traditionen gebunden, sondern der beginnt immer in der ersten Januarwoche und endet immer Mitte März. Hier haben sie auch einen Zug, den gucke ich mir jetzt mal an. Viel Spaß. Ein Karnevalsclub und ich übernehme die und mal sehen, ob die den Ruf drauf haben. Mach's also, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Es ist die Rittergilde. Das ist der Adi Schmelz, nur dünner. Und der Typ fährt das mit dem Traktor von hinten. Also, das ist schon eine Nummer. Jetzt hat er sich verfahren. Habe ich doch gesagt, von hinten zu fahren ist nicht so einfach. Der sieht auch nichts nach vorne. Sowas hätte Adi Schmelz niemals genehmigt. Market! Ja.
aber die saufen hier auch. Also auch das ist genauso wie bei uns. Nur die sind nicht so voll wie wir immer. Das hält sich immer im Rahmen. Oh, das Prinzenpark. Margit und Peter der Erste. Eggie hört dich.